For me, that's the important thing of this street art work, is that people are in the street and they're looking at their environment and they're paying attention to what's there. So eine Wand wie hier, die hat ja schon ihre paar Jahre auf dem Buckel. Das heißt, die spricht aber auch irgendwo für sich schon über das, was sie alles schon gesehen hat. Wie ein Maler, keine Ahnung, in sein Atelier geht, in seine Werkstatt zu seiner Leinwand, gehe ich raus auf die Straße an die Wand. Das ist mein Arbeitsgebiet, ganz einfach. 38 Künstler oder 35 Künstler überall aus der Welt kommen in so eine kleine, beschauliche Stadt, die auch noch meine Geburtsstadt ist, und irgendwie verewigen sich hier. Klassische Graffiti eben ist in New York entstanden, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ist ein bisschen von Pop Art und Comic inspiriert. Und die klassische schwarze Outline gehörte immer zum Graffiti dazu. Ich war so Anfang der 90er Jahre schon einer der ersten mit so ein paar anderen weltweit, die im Endeffekt den Schritt gewagt haben, diese Outline mal wegzulassen. So, das war ein Riesendrama damals, so, gab da auch wüste Beschimpfungen und das wäre jetzt kein Graffiti mehr und so. Das ist so das Ziel, dass man die Leute nicht nur mit dem Namen überrascht, mit seinem Namen, sondern mit einer Idee, die sich auf genau diese Situation dann auch bezieht, den Ort. The thing I've painted is just really simple, a few black lines, and it only works on this building because of the placement of the windows. The windows complete the picture. If I painted that on another wall, it's not going to look like anything. Maybe someone will walk past this every day for a year and not realize that if they turn their head 90 degrees, they see a face. I don't see it as a crime to draw something on a wall because I haven't damaged anything. It doesn't take 2 minutes to get rid of it. It's a free expression thing, you know? It's not having to ask permission before you speak. That's why you have to work illegally as well, because there's some things that you can only say by doing it without permission. So, du machst irgendwo ein Piece nachts illegal unter einer Brücke oder sonst so und du erwartest aber nichts. Du machst es für dich und wenn dann für die Leute, die vielleicht deinen Werdegang verfolgen, für deine Freunde. Ich habe vor vielen Jahren gemerkt, dass die Illegalität für meine Arbeit nicht wichtig ist, nicht mehr wichtig ist. Deshalb muss ich das im Endeffekt dann auch nicht verbinden oder habe dann nicht das Gefühl, wenn die Illegalität nicht mehr da ist, dann leidet da sozusagen die Qualität des Werkes. Yeah, I mean, this isn't street art, this is a mural. All of these pieces that are getting painted are not in the spirit of street art, they're in the spirit of public murals, where artists are commissioned to make works. Well, as soon as you're commissioned by an organization, you can submit any design that you want, but of course they'll just keep saying no until you give them what they want. Klar, es ist im Rahmen, in diesem Universitätsrahmen und mach bitte keine Tags an die Ecke und keine Tags an die Ecke. Aber mir wurden so hier bei meiner Sache keine Auflagen gemacht. So, ich konnte machen, was ich wollte. So, ich habe das Projekt teilweise vorgestellt, habe erzählt, dass komplett illegal ist hier, was ich mache. Es hat irgendwie anscheinend keinen interessiert so richtig und konnte, Gott sei Dank, mein Ding hier so durchziehen, wie ich es wollte. Hatten eben manche andere Leute hier von den Künstlern ein bisschen mehr Pech. Also weil sie konnten irgendwie, durften dann keine schwarze Farbe benutzen auf der Wand, dann durften sie die Wand nicht benutzen, dann durften sie da keine Löcher reinbauen und so weiter und so weiter. Und ja, das ist natürlich sehr hemmend. Nur für die Seite, für eine Hand. Auf der einen Seite gleicht es an, dass die Leute irgendwie nicht ihre richtigen Freiräume kriegen, wirklich das machen zu wollen, die machen, obwohl es vorher angekündigt worden ist, so ja, kriegt dann eine Macht, was ihr wollt, so jetzt auf einmal doch wieder ganz viele Vorschriften es gibt. When there's money involved or city councils or big organizations, you're limited. But then it's just a job. Warum sind wir hier als Künstler? Was sollen wir hier machen? Was ist unser Beitrag, den wir leisten sollen? Also was ist das,
die unausgesprochene Aufgabe. Wir versuchen jetzt, unsere Antwort bildlich zu formulieren. Ich möchte sie jetzt einfach noch nicht sagen an dieser Stelle, weil ich werde sie dann schreiben am Ende. Dann könnt ihr selber überprüfen, ob ihr dazu stimmt oder nicht. Dass hier in einem Rahmen stattfindet, organisiert von der Universität, und dass natürlich auch die Universität dadurch ihren Namen pusht und oben drüber schreibt, ist natürlich auch okay. Das ist in jedem Museum auch so, in dem man ausstellt, da steht auch der Name drüber. Das ist natürlich ein Geben und Nehmen, und da ist es dann einfach nur wichtig, dass es da richtig gewichtet ist und dass man einfach merkt, der Respekt ist da. Erstsemester sollen sich mit Kunst auseinandersetzen, weil es eine wunderbare Vorlage ist für genaues Arbeiten, für Kämpfen um die letzten 5%, dafür eine Vision zu haben, in der Lage zu sein oder sich selber in die Lage zu versetzen, die auch umzusetzen und all das im Team zu tun.